Also, merkt euch, Gewalt ist keine Lösung. Ihr helft damit nur Nate. Oh, eine Kiste. Eine Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist der richtige Er Schlüssel. passt. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir drin haben. Darin liegen verschiedene Steine. Ich nehme Hey, alles. die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Ich nehme einen mit. Nein, nimm Mehr ihn mit. brauche ich nicht. Nimm mehr mit. Okay. Da unten sind bestimmt unsere Klappe-Freunde. Dynamit ins Wasser. Sprengen wir das Wasser. Nein, natürlich ist das dumm. Oh, warte mal, hier war ich ja noch gar nicht. Ja, upsie. So, schauen wir mal, was haben wir da? Ist so eine Art Wasser- oder Trinkschlauch. Die werden normalerweise aus bestimmten Dingen, aus Tieren hergestellt, aber ich will nicht ins Detail gehen. Dann lass es, dann nehmen wir den mal mit. Okay, das Feuer können wir auch noch untersuchen. Ich behaupte einfach mal, wir müssen das Feuer ausmachen. Dann machen wir den mal voll hier. Okay, ich fülle so viel Wasser in den Schlauch, wie es eben geht, und knote ihn dann zu. Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Wasserbombe. Wait. Okay. Usa. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Kann ich das auf irgendeinen von denen schmeißen, ne? Ein kleines Lagerfeuer. Die Erdwichtel wärmen sich ab und zu daran. So kalt ist es hier aber eigentlich gar nicht. Nee. Oha! Nein, kann ich irgendwas anderes da rein... Nee, sag mal. Irgendwas muss ich dort da reinschmeißen können. Oder ich mach's aus. Auch nicht. Nö. Dann schauen wir mal, ob wir oben das Licht ausmachen können, damit der andere Wuser wegwusert. Wirf die Wasserbombe auf die brennende Fackel. Sehr gut. Wuser. Wuser? Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Kann ich mitnehmen. Sehr gut. Damit haben wir eine Fackel, die wir am Feuer entzünden können, um dann das Dynamit anzuzünden und alles zu sprengen. Entzünde die Fackel. Wenn ich die Fackel entzünden will, muss ich einen günstigen Moment abpassen. Die Erdwichtel könnten mich sonst erwischen. Deswegen habe ich dich auch jetzt erst losgeschickt, du Depp. So lässt dich so weit rennen. Was soll denn das? Wenn ich die Fackel entzünde. Ja, dann entzünde. Also los. So, Wuser. Wir haben eine brennende Fackel gemacht. Warum soll ich das jetzt schon entzünden? Wo kann ich überhaupt noch was in den Gang vielleicht, in den Schacht darunter schmeißen? Ich halte das für eine dumme Sch... Nein. Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Du sollst auch nicht runterklettern, du sollst das Dynamit runterschmeißen. Okay, will er nicht. Könnten wir denn noch sprengen hier? Irgendwas brauchen wir zum Sprengen. Ist hier noch was gewesen? Ich glaube nicht, da ist was Dynamitlager. Oh.
durchrubbeln wir nichts. Den Typen da wegsprengen? Ah. Weißt du, dunkel sieht er mich überhaupt nicht, oder was? Der ist blind. Da ist ein Schutthaufen. Ein Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Ein Haufen... Okay. Also schön. Deckung. Na, kaboom. Usa. Das hat aber einen ganz schön Durchscherer gemacht jetzt hier. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Mitnehmen. Da hat schon wieder jemand, da hat jemand anders was gesprengt. Alles müssen sie mir nachmachen. Okay, sehr gut. Geh nach unten, schau hinab. Schauen wir erstmal so runter. Auf dem Altar sind eine ganze Menge Opfergaben verteilt. Vor allem glitzernde Dinge scheinen es den Erdwichteln angetan zu haben. Ich will mal einen Stein mit Kristallen, sprechen runter. Kann ich die kombinieren? Nein. Da unten ist er. Ich stehe genau über ihm, aber er ist zu weit weg, um ihn zu greifen. Nur Holzstiel. Auch nicht. Ja. Wo sehe ich hier sonst was? Betrachte den Altar. Die Gottheit, da ist da. Nein. Der Altar ist fast direkt unter mir. Nur viel zu weit weg, um etwas zu greifen. Tja. Haben wir hier oben noch was? Da kann man nur nach unten gehen, das wäre eigentlich dumm. Kann ich sonst irgendwas kombinieren? In Ordnung, ich tausche den Pompon mit dem magnetischen Stein. Das ist zwar eigentlich ein Magnet am Faden. Du sollst nicht runtergehen, du Idiot! So. So, jetzt. Also schön. Schauen wir mal, ob es klappt. Was zum... Zu Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Stimmt gar nicht. Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden. Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet! Wusa! 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 Nein! Jetzt kommt ein Abfall. Wusa! Wusa hat gesprochen! Das war einfach. So, jetzt können wir nach unten gehen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was vom Altar klauen. Ja. Ich habe ihm ja den einfachen Weg angeboten, aber wenn der Idiot, ne?
Oh. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Das ist genau das, was ich brauche. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Ich glaube, ich habe genau das Richtige. Du, wollen wir tauschen? Den Stein, oder? Jetzt habe ich ihm den Glitzerstein gegeben und kriegt dafür den Drachenkopf. Es ist so schön, kleine Wichtel glücklich zu machen. Ich schätze, damit gehörst du mir. Ja, genau. Ich glaube, einige Opfergaben. Ich meine natürlich. Großen Steine sind zu auffällig. Aber vielleicht kann ich unbemerkt ein paar von den kleinen Goldnuggets mitnehmen. Damit haben wir Gold zum Einschmelzen. Ach, perfekt. So. Verlockend sind diese Edelsteine ja schon. Aber ich will mein... Genau. Wir lassen sie da, wo sie sind. Die Goldnuggets müssen wir nur einschmelzen. So leid es mir tut, kleine Wichtelchen. Ich musste euch ein wenig beklauen. Jetzt müssen wir nur vor die Tür gehen und unseren Helm abholen. Moin, ihr Wichtels. Die Adern im Fels. Ein kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Kriege ich da irgendwie eine gebaut? Nö. Das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht mitgekriegt. Bekomme ich hier irgendwo noch einen Stein her? Ist hier noch irgendwas? Nö. Tja. Damit hat sich das wohl erledigt. Loser, würde ich mal sagen. Holen wir uns unseren Helm. Was kann ich da untersuchen? Oder achso, jetzt kommt der... Nee. Hä? Da ist doch nix. Da will mich verarschen. Muss ich da irgendwas einsetzen? Tja, egal. Hallo, Helmchen. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Nimm deine Finger weg! Nein, 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 nicht die fettigen Haare! Voll eklig, ne? Aber es geht mir eigentlich aus, das denke ich mir auch. Okay. Da können wir anscheinend vielleicht später nochmal was machen. Das werden wir sehen. Und Abflug zur Schmiede. Und hier schauen wir beim nächsten Mal wieder weiter, würde ich sagen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.